bin Thomas Eifert, bin seit 2007 bei der Autovision. Ich bin Projektleiter in der Qualitätssicherung, in der Forschung und Entwicklung. Es geht um Autos, wir bauen da Autos. Es fängt an mit der Konstruktion. Dann geht es darum, Werkzeuge zu bauen, Vorrichtungen zu bauen. Dann haben wir den internen TÜV. Sowas machen wir im Bereich Engineering. Wir decken verschiedene Bereiche ab. Wir sind einmal dafür zuständig, einzelne Bauteile einzumessen. Da gibt es Koordinatensysteme, das lege ich praktisch über dieses Grundgestell drüber. Und meine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass das dann auch passt. Da werden Getriebe getestet, Motor, Elektrik, Fahrwerk. Fehler werden ausgesucht und beanstandet. Alles, was so in ein Auto gehört, wird geprüft bei uns im Labor. Und der Kunde bekommt dann auch von uns die Ergebnisse. Man muss genau arbeiten. Wenn so ein Vorserienfahrzeug die Forschung verlässt, dann muss das passen. Da gibt es auch nicht wenn und könnte. Und wenn ich das hinterher sage, das passt, dann hat das auch so zu sein. An dem Job ist es sehr schön, dass man jeden Tag ein anderes Fahrzeug hat, wo andere Tätigkeiten zu machen sind. Jedes Auto sind neue Herausforderungen. Es ist abwechslungsreich. Nicht mehr die Routine. Wir sehen immer schon, was vielleicht mal irgendwann in der Zukunft kommt. Das ist das Spannende. Da ist der Kick schon drin, ne? Meine Arbeit ist mir wichtig, dass man halt auch gemeinsam etwas schaffen kann, was der Einzelne halt nicht schaffen kann. Es ist einfach eine lockere Atmosphäre. Man fährt nicht zur Arbeit und weiß, man hat da nur Kollegen, sondern es sind Freunde zwischen. Die Autovision für mich hat mir in meiner ganzen Zeit, wo ich dort bin, kontinuierlich die Möglichkeit gegeben, mich weiterzuentwickeln. Also ich kann es nur empfehlen. Ja, top.